Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit einschaltet. Ich bin heute bei der lieben Esther Hofmann in ihrem Brautmodenatelier. Sie ist eine bezaubernde Brautkleiddesignerin. Vielen Dank. Ja, ich habe mich nicht nur in ihren Laden, sondern auch in ihre Arbeiten verliebt und ich dachte, es macht echt mal Sinn, hier vorbeizukommen. Ich campe hier schon manchmal. genau, besuchte ich öfter, ne? Ja, deswegen wollte ich heute mal fragen, beziehungsweise uns wurden sehr, sehr oft die Fragen gestellt, wie läuft denn überhaupt so eine Maßanfertigung ab? Das ist ja wirklich ein ganz, ganz anderer Prozess, als wenn ich jetzt in den Brautmodenladen gehe, 50 Kleider anprobiere und sage, das ist es, als wenn ich jetzt mir eins auf Maß fertigen lasse und entwerfen lasse. Ne? Wie läuft es bei dir ab? Also da hast du vollkommen recht. Das ist ein anderer Prozess als der normale Brautkleidkauf. In der Regel läuft es so ab, dass wir einen Termin ausmachen für ein unverbindliches Erstgespräch. Das läuft erstmal so ab, dass die Braut hier hinkommt, für mich auch gerne mit Begleitpersonen. Und wir unterhalten uns erstmal darüber, was sie sich überhaupt vorstellt. Meist hat man sich ja schon ein bisschen Gedanken gemacht dazu oder hat ein paar Beispielbilder. Das typische Pinterest, Instagram, das kennen wir ja alle, ne? Was man gerne hätte oder in welche Richtung das Ganze gehen soll. Weil das ist für mich halt auch wichtig, dass ich die Person erstmal kennenlerne, um zu sehen, was ist das für ein Typ, was wünscht sie sich gerne, kann man das auch so umsetzen, wie sie sich das vorstellt, dass wir erstmal solche Sachen klären. Und dann kann ich natürlich auch Vorschläge machen, was ist möglich. Oder oftmals ist es halt auch so, dass die Braut das nicht das ganze Kleid schon im Kopf hat, sondern eine besondere Sache, wie ein ganz tiefer Rückenausschnitt oder ein schmales Kleid mit Schleppe, aber wo so die Einzelheiten noch nicht geklärt sind und das ist auch ganz normal. Und dann basteln wir selbst erstmal so ein bisschen zusammen und überlegen, was kann man machen, wie so eine Art Brainstorming. Ne, was ist möglich, was ist umsetzbar, dass ich ja auch Vorschläge zeige an Stoffen, an Silhouetten, wie man das Ganze halt gestalten kann. Das ist der erste Punkt. Und dann wird anhand dieser Besprechung eine Skizze erstellt von dem Kleid, dass wir das Ganze mal auf Papier bringen, weil oftmals spricht man halt über Dinge und die unterschiedlichen Parteien haben auch unterschiedliche Sachen im Kopf. Ja. Ne? Dass man einfach das mal auf Papier zusammenbringt, dass man auch weiß, worüber gesprochen wird, ne? Und einen Entwurf hat. Und dann kann die Braut sich das nochmal angucken, anhand auch von verschiedenen Stoffvorschlägen. Wenn das Passende noch nicht dabei war an Stoffen, dann mache ich mich auf die Suche nach unterschiedlichen Materialien, die man verwenden könnte. Und dann kann die Braut sich das auch erstmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Das ist mir halt auch sehr wichtig. Ich möchte niemandem etwas aufzwingen. Da sage ich immer, geh jetzt erstmal nach Hause und du schläfst nochmal eine Nacht drüber, lässt dir das in Ruhe durch den Kopf gehen. Und wenn das für dich in Frage kommt, dann sagst du mir Bescheid. Und dann wird Maß genommen von der Braut. Ist zu dem Zeitpunkt schon klar, was das Kleid denn dann auch quasi am Ende ungefähr kosten wird? Oder ist es quasi so ein bisschen, ja? Eine grobe Einschätzung kann ich dir natürlich geben, aber dann ist es natürlich auch davon abhängig, wie wird das Kleid, wird das jetzt auch tatsächlich so, wie wir das besprochen haben und welches Material wird verwendet. Das ist halt auch ein großer Kostenfaktor. Aber man weiß trotzdem ungefähr. Natürlich, aber man kann ja auch offen darüber sprechen. Ich frage dann auch, wie hast du dir das denn vorgestellt? Oder hast du ein Budget, was du dir gesetzt hast? Oder eine absolute Obergrenze, wo du nicht drüber möchtest? Dann kann ich das natürlich bei meinen Überlegungen auch mit einplanen. Ja, weil wenn die Braut sagt, ich habe ein Budget von 1.700 Euro, okay, ne, dann setzen wir das an. Und dann wissen wir auch, darüber sollten wir nicht gehen. Aber man kann auch über alles offen sprechen. Ja. Ich dachte halt, es ist ein unheimlich wichtiger Entscheidungsfaktor, die Skizze zum einen, aber halt eben auch, was einen dann hinterher erwartet. Natürlich, klar. Und es, manchmal ändert sich das auch. Also wir müssen natürlich schon irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, so soll es aussehen. Ne? Man kann jetzt nicht anfangen und dann doch nochmal um 180 Grad alles umdrehen. Aber deswegen, der nächste Schritt ist halt, eine Probe von dem Kleid zu erstellen, aus einem ganz einfachen Stoff. Das sind Reste oder ein ganz simpler Stoff, um erstmal die Passform zu kontrollieren, ne, zu simulieren, dann kann die Person das anziehen und sagen, ist das mein Kleid? Fühle ich mich darin wohl? Stelle ich mir das so vor? Ne, auch ein Rückenausschnitt, wie fühlt sich das tatsächlich an, sowas anzuhaben? Weil dann kann man nämlich immer noch im nächsten Schritt sagen, soll irgendwie noch ein Ärmelchen dran, der Ausschnitt ein bisschen tiefer oder doch ein bisschen höher, so Kleinigkeiten. Und dann weiß man ja auch wirklich, wie soll das Kleid aussehen.
Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch die restlichen Stoffvorschläge da. Und wenn wir uns dann tatsächlich für Stoff und Form entschieden haben, dann kann man auch einen eindeutigen Preis festsetzen. Das ist natürlich auch wichtiger, das im Vorfeld zu wissen, als hinterher. Ne? Mhm. Weil man muss natürlich das mit einkalkulieren. Man kann ja nicht sagen, schauen wir mal und am Ende gibt es die dicke Rechnung. Das ist ja total unrealistisch. Ja. Ne? Also das ist mir auch wichtig, dass wir von vornherein über alles sprechen und man damit einverstanden ist und sagt, okay, so können wir es gerne machen. Und wenn dann die Probe durch ist und dann wird erst, also dann alles abgesegnet ist, dann wird erst das Kleid aus dem Originalstoff gefertigt. Mhm. Und dann gibt es meist noch so 1 bis 2 Anproben, um sicherzugehen, dass halt auch wirklich alles perfekt ist. Dass es perfekt sitzt und die Länge passt mit den gewählten Schuhen. Da muss man sich dann auch Gedanken drum machen, was für Schuhe man denn zu dem Kleid tragen möchte. Weil ob man jetzt flache oder 10 cm Absätze anhat, macht natürlich einen Unterschied. Ne? Ja, klar. Ja, und dann ist das Kleid fertig. Das klingt ja eigentlich zunächst mal ziemlich simpel, oder? Ja, also super kompliziert ist es nicht. Man muss nur an gewissen Punkten sich entscheiden können. Ja. Ne, weil immer dieses, deswegen sage ich ja, wir machen das mit der Probe, um noch kleine Änderungen vornehmen zu können. Weil man weiß halt nicht, wenn man über etwas spricht, wie sieht das tatsächlich auch an mir aus. Ja. Ne, das kann man ja auch gar nicht wissen, wie auch. Aber irgendwo muss man auch mal sagen, jetzt ist gut, dafür entscheide ich mich, jetzt wie in dem Material. Ne, wenn man jetzt anfängt, das Kleid aus dem und dem Material zu machen, kann man dann nicht nochmal sagen, jetzt möchte ich es aber doch aus was anderem haben. Ne? Ja. Also das ist es nicht. So. Aber an sich ist es gar nicht so kompliziert. Und die Braut wird halt mitgenommen auf jeden Schritt. Also du kannst auch, du hast alle Einsicht in alles. Du kriegst halt auch die Entstehung des Kleides mit, was ich halt sehr schön finde. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es einfach viel mehr Schritte und viel mehr Besuchstermine benötigt. Immer die eigentlichen Schritte laufen halt im Hintergrund ab. Ne? Sowas wie der Schnitt wird ja erstellt anhand der Maße der Braut, aber das mache ich ja. Ja. Ne? Das läuft ja alles hier ab. Das wird ja, klar, das kann man sich gerne angucken kommen, ne? Wenn man möchte, aber das ist halt für die Braut uninteressant. Ja. Also ich hätte wirklich erwartet, man muss bestimmt 6-7 Mal hier herkommen. Außer es sind immer so Sachen wie, es passt jetzt hier noch nicht, es passt da noch nicht oder es ist noch nicht so das Richtige. Klar hatten wir auch schon, dass wir dann bestimmt 7 Anproben hatten. Ist aber in der Regel nicht der Fall. Mhm. Meist ist es halt die Probe, dann werden Änderungen vorgenommen, dann wird das Original gefertigt und dann sind es maximal noch danach 1 bis 2 Anproben, bevor das Kleid fertiggestellt wird. Okay, aber das klingt echt gut. Ja. Ja. Super. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant für all diejenigen, die überlegen, sich ein Kleid anfertigen zu lassen. Dann unbedingt bei der Esther Hofmann in Düsseldorf vorbeischauen. Wer leider ein bisschen weiter weg wohnt, du hast ja jetzt auch Kooperationen mit Brautboutiquen. Ganz genau. Meine eigene Kollektion, die gibt es auch in mittlerweile 11 verschiedenen Boutiquen in ganz Deutschland. Sehr cool. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich liebe deine Sachen, von daher. Vielen Dank. Das wäre ich ja nicht hier. Genau, also lasst euch inspirieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da. Wenn ihr noch Fragen an die liebe Esther habt, dann schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Dann versuchen wir das noch irgendwie irgendwann mal umzusetzen und euch natürlich sofort zu antworten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und euch noch schönen Tag, Abend, wie auch immer. Ciao. Tschüss.